Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Giveaway-Video. Wir werden 3 Jahre alt und feiern vom 22.02. bis 29.02. unseren dritten Geburtstag mit euch. Und da wir YouTube-Videos machen und Livestreams, wird es halt die Möglichkeit geben, in der nächsten Zeit, also in dieser Woche, in Livestreams zu gewinnen und eben auch mit diesem YouTube-Video zu gewinnen und darüber hinaus auch bei uns im Discord ab und zu mal eine Kleinigkeit mitzunehmen. Wenn ihr unter diesem Video hier die Regeln einhaltet, dann habt ihr die Möglichkeit, mit Platz 1 ein Premium-Schlachtschiff der Sowjetunion zu bekommen, nämlich die Lenin. Mit Platz 2 werdet ihr die Blizka Viska, einen pan-europäischen Zerstörer, bekommen. Und mit Platz 3 kriegt ihr von mir einen CC-Container. Und das sind die 3 Möglichkeiten, die ihr habt. Ihr kommentiert unter diesem Video bis spätestens 29.02. 11.59 Uhr, weil um 12 Uhr ist Einsendeschluss. Unter diesem Video mit eurem World of Warships Ingame-Namen, mit eurem Server, also mit der Serverbezeichnung EU, USA, was auch immer. Und schreibt einfach eine kleine Geschichte dazu. Also, warum ihr gerne gewinnen wollt, wie ihr Sieg rausgefunden habt, was ihr gut findet, was ihr vielleicht schlecht findet, was man verbessern sollte. So eine ganzen Geschichten. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich lese die Kommentare. Ihr wisst ja immer sehr, sehr gerne. Auch wenn ich nicht auf jeden Kommentar antworte, aber das sind inzwischen schon so viele geworden, da bräuchte ich quasi einen halben Tag für, sozusagen. Ja, wie immer, Rechtsmittel sind ausgeschlossen. Gewinner werden gezogen ab dem 29.02. 12 Uhr über den YouTube Comment Picker. Das werde ich dann auch wieder hier in dem Video veröffentlichen. Am 29.02. irgendwann im Laufe des Nachmittags dann logischerweise werdet ihr wissen, wer gewinnt. Ganz wichtig bei der ganzen Geschichte zu erwähnen, World of Warships unterstützt uns hier bei diesem Gewinnspiel mit Schiffen. Das bedeutet auch, ich sammle natürlich eure Namen und gebe die an World of Warships weiter. Also eure World of Warships Nicknames sammle ich, ne? Und gebe die an World of Warships weiter. Und von da an haben die Kollegen von World of Warships 2 Wochen lang Zeit, euch diese Schiffe gut zu schreiben auf euren Accounts. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Also am 29. habe ich die Namen, an einem Tag später gebe ich die dann weiter, also an dem Montag logischerweise, weil vor am Wochenende arbeitet World of Warships ja nicht. Und ist dann der 2. März und von da an dauert es bis zu 2 Wochen, heißt es von World of Warships, bis die Schiffe auf eurem Account sind. Also bitte nicht durchdrehen oder nervös werden. Wenn es irgendwie nach 2 Wochen immer noch nicht da ist, dann schreibt mir, meldet euch bei uns, ja, also unter irgendeinem Kommentar, am besten unter diesem Video oder im Discord oder wie auch immer, sollte dann noch Probleme geben, aber in der Regel habe ich da bis jetzt noch keine Probleme in der Vergangenheit gehabt, also wird das auch alles seinen Gang gehen. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ihr wisst, wie die Regeln sind. Keine Doppelposts mit demselben Nickname und. Oder dreifach verschiedene Posts, wo die gleichen World of Warships Nicknames genannt werden, die gut geschrieben werden sollen. Wenn ich das mitkriege, lösche ich diese Posts natürlich. Und zwar alle, ja. Und damit habt ihr dann gar keine Chance mehr zu gewinnen. Also haltet euch an die Regeln, bleibt fair, auch anderen gegenüber. Und dann sag ich einfach, danke für eure Zeit, für dieses Video und die Zeit, die ihr hier mit uns schon verbringt. Und ich freue mich schon quasi jetzt auf das nächste Jahr, denn nächstes Jahr feiern wir dann ja schon 4 Jahre. Also, in dem Sinne, habt viel Spaß, viel Erfolg und ja, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Haut rein, ciao, ciao, euer Seekräuter Team, euer Andi.